Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu meinem neuen Video. Vor einiger Zeit ging ein Artikel im Netz viral, bei dem ein Kunde einen ganz besonderen Brief von seiner Bank bekommen hat. Ich zeige ihn euch mal kurz. Auf ihrem oben näher bezeichneten Girokonto haben wir heute folgende Überweisung festgestellt. Betrag 40,02 €, Verwendungszweck waffenfähiges Plutonium. Auch wenn wir davon ausgehen, dass der Verwendungszweck der Zahlung scherzhaft gemeint ist, müssen wir dem Vorgang aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen nachgehen. Bla bla bla. Sollten wir erneut bei Ihnen auf eine Zahlung mit einem Verwendungszweck dieser Art aufmerksam werden, sehen wir uns veranlasst, geeignete Maßnahmen bis hin zur Kündigung der Geschäftsbeziehung zu ergreifen. Also ich glaube, wenn ich so einen Brief von der Bank bekommen hätte, hätte ich mich erstmal kaputt gelacht und ihn anschließend so ins Netz gestellt. Also wahrscheinlich genauso, wie der Typ es da auch gemacht hat. Ob das jetzt in Ordnung ist, dass die Bank einfach private Überweisungen kontrolliert, lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt. Scheinbar findet sie es einfach nur nicht so lustig, was ich bei so Sachen wie waffenfähigen Plutonium auch ein bisschen nachvollziehen kann. Aber nur so ein bisschen. Ich selbst habe sowas Dummes auch schon mal gemacht, aber dazu komme ich gleich. Vorher erzähle ich euch 25 lustige Überweisungszwecke in 3, 2, 1, los. Danke für die letzte Nacht. Der Klassiker. Schutzgeld für Chuck Norris. Sexuelle Gefälligkeiten. Eintrittskarte, Hintertür. Diätpillen. Anteil Verhütung. Schwiegermutter. Schwiegermutterentsorgung. Scheiße. Für ein Seil und einen wackeligen Stuhl. An Noah, Anteil Arche. Kauf dir ein Snickers. Hier, du Miststück. Entschädigung für den Angry Pirate. Opferlamm, schwarze Messe am 21.03.2016. Du hast den zweiten Preis bei einem Schönheitswettbewerb gewonnen. Digitales Geld stinkt nicht. Hartz V Sonderzahlung. Bitte einmal waschen, danke. Für hervorragende Detektivarbeit, gezeichnet Barack Obama. Wer das liest, ist doof. Rückerstattung evangelisches Männerschwimmbad München Ost. Wetteinsatz, die Kleine war wirklich erst 8. Deutsche Fregatte angekommen. Deine Armut kotzt mich an. Penisverlängerung. Danke für die Niere. Also ich habe in der Vergangenheit auch schon mal ein paar schwachsinnige Überweisungstexte geschrieben. Ich glaube, das mit der Niere war auch öfter mal dabei. Aber meine Top-Überweisung, die ich mal gemacht habe und wo im Nachhinein zum Glück keiner mehr nachgefragt hat, war unvergessliche Nacht im Puff Piano mit anschließendem Frühstücksbuffet und Gastauftritt von Chuck Norris. Oh ja. Ist ja jetzt eigentlich nicht so schlimm, aber warum ich mir im Nachhinein Gedanken darüber mache, ist, weil es da um einen höheren vierstelligen Betrag ging. Nämlich als ich vor 6 Jahren mein Auto gekauft habe. Wenn ihr übrigens noch ein zweites Video mit lustigen Überweisungstexten sehen wollt, dann lasst es mich mal mit einem Daumen hoch wissen. Ich denke, wenn wir 1000 zusammenkriegen, werde ich für nächste Woche einen zweiten Teil machen. Von wegen like geil, ich bin ne Bitch und keine Whore. Irgendwas müssen wir uns ja gegenseitig anbieten. Ja, hier AWP Master Jam. Kennt ihr denn noch lustige Verwendungszwecke bei Überweisungen? Oder könnt ihr vielleicht sogar eine lustige Geschichte dazu erzählen? Schreibt sie mir mal unten in die Kommentare und vielleicht landet sie auch nächste Woche im Video. Letzte Woche habe ich übrigens einen kleinen Sketch mit dem CEO gedreht über Tutorials, die jeder kennt. Datei. Und dann klickst du auf Neu. Ja, komm, jeder weiß das. Klickt einfach hier, um euch den ganzen Sketch nochmal anzusehen oder darunter, um zu abonnieren und nichts mehr zu verpassen. Teilt dieses Video hier gerne, wenn es euch gefallen hat und tschüss, bis zum nächsten Mal.